Hallo, liebe Sternenbürger. Wir sind mal wieder im Börs unterwegs und da habe ich jetzt das Schiff für den Mai ausgepackt, das Subscriber-Schiff, was man geliehen bekommt. Und das ist in diesem Monat die Anvil Terrapin. Terrapin bedeutet nichts anderes als Diamantschildkröte bzw. generell Schildkröte. Und ja, so sieht das kleine Gefährt auch aus, wie eine kleine Schildkröte. Persönlich gefällt mir das Design richtig gut. Ihr werdet nachher auch noch sehen, warum und wieso. Das zeige und sage ich euch natürlich auch gerne noch. Und während ich hier mal rumgehe, kommen wir gerade zu den Maßen. Also sie hat eine Länge von 19,5 Metern, eine Breite von 14,5 und eine Höhe von 6. Die Crew ist minimal maximal 1, wobei man könnte jetzt einen zweiten Mitspieler mitnehmen. Das ist gar kein Thema, denn es gibt einen zweiten Sitz. Dazu kommen wir aber gleich beim Innenraum. Und was hier so schön vor sich hin zappelt, das ist das Touret. Und da könnt ihr zwei Size 2 Waffen dran machen. Und das war's dann aber auch schon, denn die Terrapin ist darauf ausgelegt, möglichst viel einzustecken, aber nicht unbedingt um auszuteilen, denn die Terrapin ist ein Scout-Schiff, hat deshalb auch ein riesiges Radar auf dem Buckel und ja, das Design ist im Grunde genommen so, dass alle Komponenten, also Radar, Computer, Generator, Kühler, Schilde, alles Größe M hat, obwohl das Schiff eigentlich ein Small-Schiff ist, also ein S-Schiff. Ja, wie ihr seht, also hier wurde sehr viel Wert wieder mal auf die ganzen Details gelegt. Ich leuchte das hier mal so ein bisschen aus. Man sieht auch hier schon das Orange von dem Innenteil. Das kennen wir ja von der Gladiator. Das ist so Anvil-typisch, finde ich auch ehrlich gesagt schön gemacht. Wie gesagt, die Details, die können sich hier wirklich sehen lassen, gar keine Frage. Die ganzen Beschriftungen, der ganze Mechanismus. Es gibt überall am Schiff bewegliche Teile, die wie ja, Panzerplatten sich über das Schiff legen, beziehungsweise wenn gelandet, aufklappen. Hier schön auch zu sehen. Ja, das Triebwerk. Die Triebwerke sind nämlich drehbar. Das sind VTOL-Triebwerke, das heißt also Vertical Takeoff and Landing. Die sind also speziell für vertikalen Steigflug und Sinkflug gedacht, um sich über einer Position zu halten. Wie gesagt, hier überall sieht man diese Panzerplatten, mit denen das Schiff umgeben wird. Und wie gesagt, das Hauptaugenmerk liegt natürlich auf Schutz und nicht auf Feuerkraft. Ja, ihr könnt hiermit also eure Scout-Karriere starten. Denke ich mal, wird auch bei größeren Flotten auf jeden Fall ein Muss sein. Dieses Schiff, weil hat eine riesige Scannerschüssel, ist so wie diese NATO-Flugzeuge, so ein bisschen, die man schon mal am Himmel sieht. Ja, wie gesagt, auch hier alles schön gemacht mit diesen Nieten und ja, das Thruster hier, das sieht richtig schön aus. Und ja, hier hinten sind auch noch zwei Triebwerke dran, die drehen sich natürlich nicht mit. Und ja, wie gesagt, hier auch diese Flügel, die drehen sich mit und geben dem Schiff halt diesen einzigartigen Look, eben wie eine Schildkröte. Und sieht man auch hier schön an diesen ja, Rippenteilen, sage ich jetzt einfach mal. Ja, das sieht einfach richtig klasse aus. Dann würde ich sagen, jetzt habe ich es von außen zumindest schon mal so weit gezeigt, dann gehen wir doch einfach mal rein in das Schiff und schauen uns das Ganze von innen aus. Rein kommt ihr über die linke Seite des Schiffes. Also vom Pilot aus gesehen, da ist hier eine Türe. Die Animation ist relativ einfach gehalten, sieht aber nichtsdestotrotz wirklich gut aus, wie ich finde. Und hier kommen wir dann in den Innenraum und hier seht ihr es auch schon. Hier ist ein Sitz angeschraubt, der ist in der Decke verankert, der dreht sich auch mit, wenn man ihn später benutzt. Zumindest ist es so gedacht. Türe machen wir einfach mal zu. Taschenlampe lasse ich noch ein bisschen an, denn hier gibt es viel zu sehen. Hier gibt es überall schon diese Komponentenschächte, da sind die Komponenten auch schon drin. Einige sind leider verschlossen,
wie hier, da seht ihr, dass das locked ist. Da kann man dann noch nichts machen. Ich gehe erstmal bewusst hier um den Stuhl herum. Ich zeige es euch gleich, wie man da drin sitzt. Hier, wie gesagt, auch Komponenten. Hier ist der Sprungantrieb drin, da Life Support. Ja, hier hat man ein Bett, kann man sich reinlegen, eine kleine Mikrowelle. Und hier ist noch eine kleine Nasszelle mit Klo, Waschbecken, Dusche. Alles, was man braucht. Und hier ist der Hilfekasten natürlich auch. Und ja, eigentlich, das war es schon zu dem Lebensbereich hier, weil hier gibt es sonst nur noch ein Waffenreck. Da kann man einiges dran verstauen. Aber ja, das war es auch schon. Also ihr seht schon, das Schiff ist wirklich sehr minimalistisch. Ist, wie gesagt, auf Panzerung ausgelegt und auf bulliges Design. Wir setzen uns jetzt einfach mal hier in die Support Station rein. Das ist nämlich oben der Punkt. Das zeige ich euch mal, wenn die Animation hier fertig ist. Da klappt nämlich jetzt hier so ein Tisch von oben, so eine Arbeitsstation runter. Und wir gehen mal gerade in die Außenansicht. Oh, das scrollen wir mal ein bisschen raus hier. Und da seht ihr schon, nämlich genau oben drüber ist diese Radarschüssel dann drauf. Die soll sehr potent sein, soll sehr großen Scanradius haben. Ja, ist also auch, seht ihr hier wieder die Details, wie jetzt die Seriennummer, die da angebracht ist. Also kann man sich echt so realistisch halt vorstellen. Ist echt schön gemacht. Auch wie gesagt, hier wieder die Nieten und das Ganze, die ganzen Metallplatten und so. Das sieht richtig klasse aus, wie ich finde. Gut, wir gehen mal wieder in die Innenansicht. Wie gesagt, das hier ist dann die Scanning Station. Hier könnte, ich denke mal, der Stuhl dreht sich dann mit, je nachdem in welche Richtung ihr scannt. Wir gehen mal wieder raus. Klappt nach oben weg. Und hier haben wir dann einen kleinen Gang, der geht zum Cockpit. Hier haben wir nochmal Komponenten verstaut. Und hier auch. Oh, da haben wir dann hier noch auch noch eine Komponente, die ist allerdings irgendwie gerade nicht da, hat wahrscheinlich Urlaub. Und hier gucken wir auch mal, hier ist ein Schildgenerator drin. Also ihr seht schon, es ist für alles gesorgt und man kommt dann alles dran. Nur ist der größte Teil des Schiffes halt wirklich Panzerung und Komponenten halt, weil die relativ groß sind für dieses kleine Schiff hier. Dann gehen wir mal in den Pilotensitz hier, der dreht sich schön rum. Wir setzen uns rein und wir drehen uns dann vorne schön in das Cockpit rein. Die Monitore hier sind wirklich sehr übersichtlich, wie ich finde. Man hat die zwei Hauptmonitore mit dem Radar immer in Sicht. Und wenn man sich hier ein bisschen umschaut, hier sind genug Monitore, um echt alles abzubilden, was für euch wichtig sein könnte. Der Computer spinnt wieder ein bisschen rum. Und an sich, trotz der Streben, die man hier im Sichtfeld hat, hat man hier eine gute Übersicht. Wie ich finde, könnte ein bisschen höher sein, der Sitz. Aber nichtsdestotrotz, die Aussicht ist hier echt gut in dem Schiff, kann man sich gar nicht beklagen. Ich gehe jetzt mal in die Außenperspektive und da zeige ich euch das Schiff dann nochmal von außen. Und wie gesagt, man sieht es auch, es sieht wirklich aus wie eine Schildkröte mit ihrem Panzer. Und das Design fand ich anfangs generell sehr interessant, weil es was komplett anderes ist. Es ist ein Scout-Schiff, kein richtiges Forschungsschiff. Das heißt, man hat auch keinen Platz. Es ist kein Frachtplatz hier drin oder ähnliches. Man kann kein Hoverbike mitnehmen. Das ist hier alles nicht der Fall. Es ist eher nur ein mobiler Kommandostand, mit dem man scannen kann oder auch ein bisschen erforschen, um dann eben diese Ergebnisse später entweder zu verkaufen oder mit einem anderen Schiff wiederzukommen.
Und was ich sehr schön finde, sind die Animationen, die man hier gemacht hat. Und zwar, wenn man startet, ihr werdet das gleich sehen, dann klappt über das Cockpit vorne eine Panzerung. Die ganzen Platten, die jetzt zum Lüften offen stehen, um die Komponenten besser zu kühlen, werden dann zufahren. Und wie gesagt, ich finde das richtig schön gemacht. Ist ein tolles Schiff. Preislich muss ich sagen, wenn sie verfügbar ist, ist sie meines Erachtens doch echt teuer, ist deutlich teurer als ein Saber, und ja, es sollte günstiger eigentlich sein, aber das ist Preispolitik von CIG. Da werde ich mich auch bei dem neuen Concept Sale, glaube ich, noch ein bisschen drüber auslassen müssen. Aber das ist ein anderes Video, das kommt später. Und jetzt sind wir hier und ich starte mal die Antriebe und dann starten wir mal durch. Und ich zeige euch die Animation. Ja, ich gebe mal ein bisschen Gas, zeige euch das nochmal. Also ihr seht es auch gerade. So, ich gehe mal hier an das Cockpit ein bisschen näher ran. Dann könnt ihr es wahrscheinlich was besser sehen. So, und werde dann nochmal die Triebwerke gerade umschalten, dann seht ihr, wie über dem Cockpit da die, ja, die Panzerung weggeht. Ah, so, jetzt. Ja, also ihr seht es, das sieht wirklich klasse aus, wie sich das da alles so darüber schiebt. So, ich zeige es nochmal hier von oben. Und schon kann die kleine Schildkröte wieder weiterfliegen. Wie gesagt, wir haben vorne nur zwei Size 2 Waffen dran. Ja, das ist nichts Besonderes. Die kann sich verteidigen. Und mehr muss ja auch nicht zwingend sein. Das Non-Combat Gameplay kommt leider immer ein bisschen zu kurz, finde ich, in letzter Zeit, obwohl uns da anderes versprochen wurde. Und ja, wie gesagt, schönes Schiff, macht echt viel Spaß, die zu fliegen, und ist im Kampf sehr robust. Also man kriegt damit schon noch andere Schiffe abgeschossen, solange die jetzt natürlich nicht total wendig sind oder so. Wie gesagt, ist ein schönes Schiff, macht auf jeden Fall Spaß, sollte sich jeder mal angucken und ist bestimmt ein Go-To für viele, die in die Forschung einsteigen werden später im Spiel. Die werden sich dann als erstes mal hier dieses Singleplayer-Schiffchen kaufen. Und wie gesagt, die macht einen super Eindruck, macht viel Spaß beim Fliegen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Video und ich verabschiede mich von euch. Bis zum nächsten Mal. Kommentare hinterlassen einfach, wenn ihr irgendwas zu dem Video sagen oder loswerden möchtet, einfach in die Kommentare. Ansonsten lasst ein Like da, gebt mir die Glocke und wir sehen uns wieder. Macht's gut, bis dann.